Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 70. So, wir machen jetzt noch die letzten paar Dünenbrecher fertig und dann würde ich sagen, gehen wir uns die Düse holen und ein paar Quests abgeben. Dann müssten wir wieder zwei fertig haben. Und dann haben wir wahrscheinlich auch schon wieder Level Up. Es geht ja hier Schlag auf Schlag. Nee, das war falsch hier. Ja. Ich bin halt nur gespannt, wie schnell die Drüse droppt, weil das war schon immer furchtbar mit dieser Drüse. Ich betone das so, weil eine Zeit lang habe ich immer Düse gesagt. Manchmal habe ich Trüsaune so gesagt, um Leute zu ärgern. Weil manche haben sich daran aufgezogen, warum auch immer. Und da wir ja ein bisschen verspielt sind, Wortspiel, mache ich das ja schon mal gerne. Das mit dem Essen hat immer noch nicht so wirklich geklappt bei unserem guten Aslan. Wo ist ein Mana-Trank? Ah, okay. Erstmal essen. Kuchen mag ich ja nicht. Kuchen wahrscheinlich viel cooler wäre für ihn. Obwohl es ja der gleiche ist, ne? Hier, der hat quasi gleich Essen fertig und hat nicht wirklich was. Ich glaube, dass er hat wahrscheinlich wirklich nur die Zufriedenheit und nicht das Leben. Nein, das war falsch. Das wollte ich gar nicht, du blöder Typ. Naja, egal. Ach ja, manchmal. Aber gut. Wahrscheinlich hätte ich nur eh gepult, wenn ich an ihm hätte versucht vorbeizuschleichen. Und hier ist so ein komischer Hügel, den ich eben meinte. Da sind dann irgendwelche, ich glaube, Artefakte oder so sind da drin. Können wir dann sammeln für die eine Quest. Dann gibt es ja noch so eine komische Geisterbrille oder sowas war das. Wo man die mit sieht. Aber auf dem Server ist das wohl irgendwie nicht so angekommen. Und oh, das funktioniert auch ohne Brille. Das finde ich toll. Oh, fette Schuhe. Wahrscheinlich als nachträgliches Loot-Objekt, weil wir ja eben ja, in der letzten Folge den Silberlite gekillt haben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt muss das noch zwei Schmuckstücke hätte ich gerne.
Eine Box, ein Gürtel, Handschuhe, Handgelenk und Schultern. Und ein Hut. Ein blauer natürlich. Oder wenn es geht, in lila. Stark dafür. Und ich habe auch noch nicht, weil ich direkt hier weitergemacht habe. Ledern geskillt. Die Drüse hier. Ich glaube, die sind zu groß zum Ledern. Jetzt hätte ich die gekillt. Müssen wir so um die 42 killen, sonst geht das Leute nicht. Kommen wir schon ins größere Land. Jetzt sind wir direkt aggro. Hier sind recht viele Bayern an da. Aber aggro ist Futter. Auch wir müssen eh welche killen. Okay, dann kriegen wir bestimmt auch die getrübte Drüse. Habe ich ja gesagt, die Düse. Müssen wir von denen killen? Mal gucken. Sechs. Schön. Ach, aber das schaffen wir. Ah, ich weiß, damals habe ich unendlich lange gebraucht für diese gefüllte Taurodrüse. Es war unendlich furchtbar. Und weil ich das irgendwann, oder weil ich das dann nicht geschafft hatte, ich gedacht, ja, ich weiß jetzt keinen Bock mehr. Und dann habe ich die Quest, weil ich ja das noch auf Fogger-Elixier haben wollte, mit 70 dann gemacht. Weil ich habe hier dieses Gebiet ein paar Mal gefühlt ausgerottet, aber nix. Nur normale, leere Drüsen bekommen. Kommen wir bestimmt auch ein paar. Die sehen ja im Prinzip so ähnlich aus, nur diesen grünen Punkt da oben. Es geht dann manchmal direkt. Oh, wir haben noch einen Talentpunkt zu verteilen, sehe ich gerade. Hier. Was machen wir denn als nächstes? Darum, so, ist hier so ein 3. Das hier? Reitgeschwindigkeit. Das ist ja, wo ich auch überlege. Das können wir eh noch nicht benutzen. Leere Taurodrüse. Ah, okay, sieht aus wie ein Oberschenkelknochen. Von Hunderte, Tausende gefühlt. Ich glaube, wir machen einfach hier erstmal weiter. Ich glaube, das ist das Einfachste.
platzen wie eine. Aber hier kriegt man Blümchen von denen, glaube ich. Und mein Inventar ist voll. Ah, okay, das gehört zu der Tasche hier. So. Ja, das ist ja doof. Wie viel Platztaschen sind das denn? 12. Ich muss mir unbedingt mal größere Taschen basteln. Weil das ist schon wirklich wichtig. Jetzt gucken, dass ich dann irgendwelche unwichtigen Sachen mal wieder wegschmeiße. Na, GZ Aslan. Oh, ich finde die fallen ganz gut mit uns zwei hier. Schön, schön, schön. Wahrscheinlich, wenn man hier genug Farm braucht, man keine Blümchen mehr farmen. Ich habe gedacht, wir könnten dem entgehen, aber nein. Ich hatte mir letztens dieses eine Video angeguckt, wovon ich erzählt hatte, mit den Transmog-Sachen. Und der da spielen war, der hatte auch ein paar oder einen Bot oder so gesehen, der hatte den auch reported. Worauf ich hinaus will, es gibt immer mehr Bots in WoW, beziehungsweise in MMOs. Das ist ziemlich grausam, finde ich. Sind nicht, weil es Bots sind, sondern weil die Leute dann die Bots arbeiten lassen. Aber ich finde, man hat ja gar nichts mehr davon vom Spiel dann. Das ist ja auch nicht so Sinn der Sache. Weil die Bots spielen dann ja für einen alles. Ich habe schon welche in Instanzen gesehen. In Raid habe ich welche gesehen. In, ja, gut, beim Leveln. Beim Farmen. Aber wenn man jetzt einen Bot leveln, farmen, tanzen machen lassen geht, raiden, warum spielt man dann überhaupt, wenn man eh nichts selber macht? Ich wüsste jetzt, oder vielleicht keinen wirklichen Grund ein, warum. Was man dann macht, wenn man eh nicht spielt. Also man sagen wir, man steht auf, macht den Computer an, macht sein Bot und dann geht man, also nicht, arbeiten, kommt abends wieder, guckt. Aha. Der Bot hat 7 Charakter auf 100 gebracht. Jetzt gehen wir mit allen raiden. Kommt wieder nach Hause. Aha. Der Bot hat jetzt alle Charakter, weiß ich nicht. Auf Item Level 700 gebracht. Jetzt gehen wir ein bisschen Gold farmen. Erz farmen. Blümchen farmen, was weiß ich. Ich meine, manchmal könnte es ja ganz toll sein, aber wirklich was davon haben tut man noch nicht, oder? Man hat dann zwar die Taschen voll. Aber ob man dann noch Spaß am Spiel hat, ist die andere Frage.
Und im PvP habe ich ganz oft Bots gesehen. Das war schon krass. Meistens erkennt man die nämlich daran, wie dass die so ein bisschen zickzack laufen. Und dass die nie zurückschreiben, wenn man schreibt. Egal, was man schreibt. Darüber hatte ich mich letztens irgendwie auch mit meinem Kumpel unterhalten, der hier auch angefangen hat zu spielen. Ist schon krass. Er hat auch gesagt, er sieht die überall, die Bots. Oder hat die überall gesehen, als er noch WoD gespielt hat. Aber er sagte auch, irgendwann hat er keinen Bock mehr auf WoD, weil man macht gar nichts mehr. Man geht online, farmt seine Garnison ab und dann sagt er, gehst offline. Dafür dann für so viel in Anführungszeichen Geld zu bezahlen. Nee. Das muss man nicht. Mit Legion weiß ich nicht, ob ich wieder anfange. Aber ich denke eher nicht. Weil ich glaube, großartig verändern wird sich das Spiel nicht mehr. Dann gibt es vielleicht keine Garnison oder es gibt eine andere Garnison oder die Garnison, die man hat, wird weitergeführt, aber dann gibt es eine neue Klasse. Aber ich denke mal, die werden dann wieder alle spielen. Was dann wieder ausgelutscht sein, sage ich mal. Effektiv davon haben tut man dann wahrscheinlich wieder nichts. Weil die Klasse spielt ja jeder. Werden dann wieder 500.000 ja, heute stehe ich am Schlauch. 500.000 Dämonenjäger durch die Gegend flitzen. Die alle das gleich anhaben. Und den Raids sind dann auch wahrscheinlich alle die Nahkämpfer sind, dann Dämonen dann da. Oder Dämonenjäger, beziehungsweise Demon Hunter. Wie das halt so ist in WoW. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal abgeben und dann sind wir auch schon wieder fertig mit der Folge. Es geht ja hier ratzi. Ich bin immer wieder überrascht. Überlegen, ob ich kurz den Abstecher nach hier machen soll. Der giftige Unterschlupf. Ich hab zwar eine Biene gesehen, aber dann war sie auch wieder weg. Ich bin ja da, bin ja weg. Ausreiten. Der dürfte noch zu groß sein. Also wegen Ledern jetzt.
280 hat man, glaube ich, eben gelesen. Oder 280? 280. 235, 240 war es. No. Bis jetzt einen tollen Stab habe ich noch nicht gefunden. Stäbe sind auch ganz toll für Hunter. Und was mir letztens auch wieder erst bewusst geworden ist, dadurch, dass ein Kumpel das sagte, dass das ja mittlerweile nicht mehr schwere Rüstung ist, sondern Kette. Es wurde ja irgendwann geändert. Ich weiß aber gar nicht mehr wann. Glaube mit Cutter? Ich weiß es nicht mehr. Weil irgendwann ist es ja geändert worden. Schon toll. Ja. Da erscheint endlich Tanaris. Ganz, ganz arm, meine ich. So, mal gucken. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass wir ein Level-Up haben. Wir haben jetzt zwei, drei Quests fertig. Und die eine müssen wir ja nur abgeben gern. Das ist vorsichtig bundeln. So, mal waschen. So, jetzt haben wir schon mal Ruf, jetzt sind wir freundlich. Sieht toll aus, ne? Aber es sind aber eigentlich nur drei. Oder sowas habe ich gerne gemacht. So eigentlich. Normalerweise mache ich das so, dass ich dann erst alle Quests annehme, die ich finde. Und dann alle abgeben gern. Meistens hat man dann ein, zwei Level fertig und man konnte dann ins nächste Gebiet. Und ich weiß, damals habe ich nicht so viel in einem Gebiet rumgegangen. Also mittlerweile. Ach, bestimmt wieder daneben, oder? Oder dahinter? Ja, da. Da ist der Gnom zum Abgeben. Also auswählen. Nehmen das hier. Nee, doch nicht. Aber das bringt mir Kohle. So. Eine Sache, ja. Also theoretisch für eine feine Quest. Aber gut, das verschieben wir für die nächste Folge. Wir sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst auch ein Abo da und auf Wiedersehen.